Ansonsten habe ich absolut keine Chance mehr. Ja, das stimmt. Können die Taktik jetzt alleine nicht machen, weil ich bin ja nicht mal mehr Erster. Und das bringt sowieso nichts. Einmal kann man es durchziehen, aber keine zwei Runden. Nee. Das klappt nicht. Ich muss nur aufpassen, dass ich mal gerne nicht drauf fahre. Wissen, wie viel schneller ich fahre als der 19. Platz, das wäre mal ganz interessant zu wissen, aber... Da müsstest du Fahrer ja vor mir sein, ja. Ja, aber das... Dann würde geht das ja leider nicht. Boah, ich fahre hier... Lol, halbe Sekunde lila Sektor verbessert. Junge, wie crazy. Ich fahre den ersten Sektor scheinbar so gut. Ja, ich sag ja, der erste ist auch gar nicht so kacke. Gut, da hat's mich gerade rausgehauen, aber... Ich finde den gar nicht so schlimm, der letzte, ich finde den dritten, das Ende halt so kacke. Ich habe Hamilton fast überholt und jetzt ist er mir wieder ungefähr eine Sekunde weggefahren. Gerade eben in der Sekunde habe ich ihn überholt. Zweiten also ich finde alles scheiße eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja. Eigentlich, ja, ich auch. Boah, jetzt muss ich mal gucken wegen Reifen. Ich habe halt gar keine Ahnung, wann ich jetzt irgendwann an die Box muss. Ich ich klebe dem so an dem Arsch, Alter. Ich hätte, wenn der einen, der hätte nicht mal bremsen müssen, ich wäre den hinten drauf gefahren. Boah, Safety Car, komm doch endlich, ich brauch dich. Alles klar. Box, ihr müsst ihm mal ein bisschen Geld geben, damit der Safety Car auf die Strecke gesteckt wird. Ein bisschen bestechen, Leute. Ja, aber ich denke, hier passiert nicht so viel, das ist das Problem. Nee, ja, das ist halt das Problem, das ist halt wirklich hier so. Hier kann nicht so viel passieren, dass halt wirklich ein Safety Car kommt. Ich muss irgendwen kaputt crashen. Ja, so mit Absicht. Ja. Stell dich mal so in die Seite und wenn Hamilton kommt, dann einfach. Ja, das war. Dann wäre ich Erster, Alter, und den Safety Car will kommen. Und Hamilton, dann wäre ein Mercedes nicht drin. Einfach so an der Seite stehen bleiben und dann so ein. Ja, dann werde ich leider disqualifiziert. So einfach so. Batz. Gegen die Bande. Was? Erst wo ich nicht mehr fett fahre, fahre ich trotzdem immer noch voll die guten Dinger hier. Aber stimmt, ich müsste vielleicht mal auf Fett stellen, das wäre so eine Idee. Könnte ich theoretisch. Aber ich warte noch ein bisschen. Alter, ich habe fast 3 Runden plus, alles klar. Jo, Alter. Aber ich warte tatsächlich noch ein bisschen. Mache ich dann zum Ende hin, dass ich mit Fett vielleicht zu Ende fahren kann. Weil hinter Hamilton ist auch nicht so kacke. Aber mach doch jetzt auf Fett, damit du den erstmal überholst und dann eine freie Bahn hast. Und außerdem wird dein Auto auch leichter und dadurch wirst du auch schneller. Okay, hast mich überredet. Und dadurch sind die Kurven auch viel besser zu fahren, wenn du leichter bist. Jetzt habe ich auch. Deswegen, mein Auto müsste eigentlich gerade voll gut sein, weil ich ja schon auf Minusrunden bin. Bist du schon auf Minus, ey? Ja, minus 1. Was? Halt. Hast du wieder zurückgestellt, ne? Ja, ich bin jetzt wieder auf Standard. Okay, ich hab jetzt auch Fett. Bin die ganze Zeit an Hamilton, aber ich überhole ihn nicht. Noch nicht. Irgendwie klappt's nicht und ich will auch nicht. Oh! Ich hab einen zurück überrundet. Hallo! Kick den mal weg! Oh Gott! Der war in der Box, deswegen ich das voll spät erst gecheckt. Der ist gerade rausgefahren. Ich glaube, ich will überrunden dich gleich zum vierten Mal. Oder dritten Mal? Ne, das dritte Mal jetzt, glaube ich. Was? Nein. Also... Es wäre jetzt ja das dritte Mal, glaube ich. Wäre das dritte Mal, aber du bist so voll weit weg. Naja, hör mal. So weit weg bin ich dann doch nicht. Hä, du kommst nicht an mich ran. Also dann... Okay, ist ja jetzt wenn du das jetzt so gesagt hast, ne? Jetzt geht's aber los hier. Ohne Fehler lasse ich mich jetzt nicht noch ein drittes Mal überrunden, also... Jetzt geht's los. Ich fahre eigentlich ganz vernünftige Zeiten, also ich bin nicht krass oder so, aber... Nee, machst du schon, ich meine nur... Nein, bloß weil du gesagt hast, du hättest jetzt gerade den an der Box überholt und wir waren auf Start-Ziel gerade. Dann dachte ich... Ja, oder... Oh shit. Okay, vielleicht holst du mich doch nochmal. Ich höre dich gerade so ein bisschen... Mit Force Feedback hast du doch ein bisschen an, glaube ich. Ja, ich habe so ein ganz bisschen im Stream angemacht. Das ist eigentlich voll gut. Ein bisschen also, gehört. Echt. Ja, weil das war das Kiesbett. Ja. Ja, eine blaue Flagge. Digga. Ja, weil die haben dich ja schon mal überrundet. Ja, voll. Weise. Alternative Strategie. Guck ich mir auf der nächsten Geraden an, Boys.
Die hält auch so ein Timer angezeigt. 30 Sekunden. Also ja, richtig behindert ist das. Das ist richtig doof. Nein! Möchte ich nicht. Ich fahr 20 in die Box. Welche Runde bist du gerade? 15. Okay. Welche bist du? 17. Oh Gott, wann fährst du in die Box? Weiß ich noch nicht. Du musst ja dann auch wieder wechseln auf ja, ich improvisiere. Okay. Meine Box will, dass ich auf Orange wechsle, aber das macht nee. Orange ist richtig kacke. Nee, das machst du nicht. Das würde ich dir nicht empfehlen, so wie du das gerade beschrieben hast. Ey, diese Kurve ist richtig behindert in Sektor 3. Ja, sag ich doch. Ich hasse die. Gibt da eine Kurve, die ist so wirklich richtig. Zwei kacke. Sind scheiße, zwei finde ich. Zwei Kurven richtig. Die geht nur, aber sie ist halt ätzend. Die hier ist scheiße. Die hier, die finde ich ultra hässlich. Das ist wahrscheinlich die, die du meinst. Und die hier, jetzt warte. Zack, Leute, die hier auch. Die boah, ich habe schon über eine Minute hässlich. Aufgeholt. Ich würde hier so geil. Was? Als ob. Auf den. Ja, okay, du fährst doch, halt doch. Gut. Du fährst echt gut, muss ich ja sagen. Ich hole dich überhaupt nicht ein und ich fahre richtig gute Runden eigentlich. Ich fahre immer 1,26. Immer. Ja, ich auch. Ja, eben. Das ist ultra krass, weil die schnellste Runde war 1,26. Ja. 1,26,0 halt. Aber es ist ultra krass, wie du fährst. Deswegen verloren hast du noch nicht. Naja, nur mit dem Safety Car habe ich nicht verloren. Ja, Punkte, ja, aber ne, du könntest halt zurück überrunden, das schon. Ja, das alle, schon. Komplett. Ah, naja. Schätze ich schon, weil könntest der du. Der letzte definitiv. Platz fährt halt auch einfach hart kacke langsam, ne? Ja, das auch. Ich überhole den gerade. Und ich muss halt auch nochmal an die Box. Ich überhole den jetzt gleich. Ich verliere wieder Zeit dadurch, durch diesen Scheiß. Und das Zurücküberrunden kostet mich natürlich auch Zeit. Das stimmt. Weil die lassen mir ja keinen Platz. So wie beim Überrunden, nein. Das ist ein richtiges Überholmanöver. Scheiß. So, ich habe hier Platz 19 jetzt vor mir. Halt ihn auf! Wo bist du denn? Platz Ziel. Oh, der ist auch fast Start. Ja, ich sag ja, ich war 2,25 oder ja, aber so schon am Anfang hinter ihn und jetzt bin ich 1,20. Er fährt auch einfach nicht weg. Ich hab's ja am Anfang schon gesagt, du kannst einfach nicht überrunden hier. Ja, du das kannst geht nicht. Du kannst nicht überholen. Sektor können die dich auch nicht vorbeilassen. Aber ich kann den leider nicht so krass ausbremsen. Ein bisschen vielleicht, aber nicht krass, weil so viel ja, Platz habe ich nicht zum Platz 2. Schon wieder halbe Sekunde lila Sektor. Alter, das ist ja so crazy. Meines der erste Sektor fahre ich scheinbar ultra sexuell. Oh Gott. Jan. Ja. So muss ein bisschen hier die Stimmung hochhalten, währenddessen ich ja durchgehend schon. Zurück überrunde. Das ist so. Ja Leute, die zweite Folge hatte bestimmt schon angefangen, also sagen wir eigentlich immer, könnt ihr das natürlich aus beiden Sichten angucken, das ist halt, bei mir ist es halt in dem Sinne cool, dass es halt ein bisschen entspannter ist jetzt gerade, dass ich auch ein bisschen mehr Platz hier hab. Boah, zum ersten Mal eine richtige Kurve gerade, also die eine. Da könnt ihr dann mal auf meinen Kanal vorbeischauen, würde mich freuen und ansonsten einfach bei Jans Kanal vorbeischauen, der hat nämlich jetzt halt die Spannung in dem Sinne, dass er überholen muss, ne, also. Also die Kurve finde ich echt scheiße, die meinst du glaube ich auch. Und die danach aber auch, das ist irgendwie so richtig. Ich finde die, da könnte ich so richtig durchbrettern eigentlich. Hier, so richtig, warum macht man hier so eine scheiß Kurve hin? Ich will da so durchbrettern am liebsten. Der will das in die Box, aber ich will noch nicht, hab keinen Bock. Geh erst nächste Runde. Wie viel Prozent hast du auf deinen Reifen? 32, 26, 26 und 18. Oh. Da bin ich ein bisschen schlechter. Und ja, ich fahre dann. Die wollten, dass ich 19 bis 21 fahre ich wieder mittendrin in der 20. halt hin. Ja, dann habe ich noch 13 Runden mit den weißen Reifen. Das lässt sich auf jeden Fall machen. Das ist so krass, dass ich so konstant im ersten Sektor besser bin als du. Ich stell dann nochmal auf Fett.
Ja, es ist nicht schlecht. Aber ich traue mich jetzt auch wirklich nicht mehr, wobei du dich, warte, dich werde ich, wobei doch, halt, das Safety Car ist halt immer noch die Gefahr, dass ich halt nicht auf Fett stellen kann und mich da noch mehr zutrauen kann. Oder soll ich halt drauf spekulieren, dass kein Safety Car mehr kommt? Ja, es kommt keins. So richtig rein, ja, es kommt keins. Okay. Also, ich würde den Tipp geben, es kommt keins, spekuliere gerade auf. Ja, alles klar, ich gehe in die Box. Ich wollte aber jetzt gehen. Ich muss die Reifen wechseln. Meinst du, das kriegen wir hin? Ich muss nur Reifen wechseln, ich habe kein Ding. Oh Gott, ich will keine Grüfe. Okay, dann fahr erst nächste. Ich sehe dich vor mir. Du. Oh Scheiße, ich muss gelb. Du musst fahren. Ja. Dann muss ich noch eine Runde machen mit denen, aber auch kein Problem, wenn du jetzt an der Box bist. Ah, ja, ey, Scheiße. Ist halt so, ich habe dich jetzt überwundert, ne? Ja. Ich kann jetzt mit Fett durchfahren. Also ich muss jetzt an die Box, das Boxenstopp-Fenster schließt sich, hat er gesagt. Ja, das aber ist ja kein Problem. Ja. So. Dann kann ich die letzten weißen nochmal richtig herausfahren. Ich hätte keine weißen Reifen mehr und kein Orangen, denn ich muss jetzt mit Gelb fahren. Aber Gelb ist gut. Ich finde Gelb ja, richtig gut, die reichen bloß aber nicht. Aber die halten? Ja, die reichen halt überhaupt nicht. Oh man. Tja, deswegen habe ich ein bisschen was anderes mitgenommen. Ich würde eigentlich sogar gerne mit Gelb fahren, aber ich will. Aber ich muss halt weniger Runden fahren, deswegen kann es halt sein, dass es halt. Ja, doch das stimmt, reicht. Das stimmt. Bin ich mal gespannt. Oh, guck mal, mit Gelb kannst du richtig draufdrücken, ey. Kannst du ja auch, das ist halt das Geile, aber ich will es nicht riskieren. Und die anderen müssen auch nochmal an die Box. Ja, nein, du musst. Ich will es nicht. Hamilton hat Orange. Wie geil ist das denn? Hamilton hat einfach Orange, der ist jetzt Dritter. Ja, die vor mir haben auch alle Orange. Crazy. Ricardo hat aber auch noch weiß wie ich. Hallo, komische Boxenstrategien. Ja. Da sind die dann. Nee, aber die sind doch nicht nur einmal in die Box gegangen, oder? Doch, das kann sein. Alter. Was? Ich dachte, die müssen jetzt noch. Nee, die was Orange haben nicht. Wahrscheinlich. Die fahren wahrscheinlich nicht mehr. Ich fahre jetzt und hol mir die nächsten Weißen. Und danach, wenn ich die nächsten Weißen habe, dann will ich eigentlich hoffentlich ganz, ganz chillig durchfahren mit Fett. Fahre ich ja schon die ganze Zeit eigentlich. Aber ich will noch, fahr jetzt raus. Na, weiß ich Bescheid. Ja, weiß ich Bescheid. So, ich müsste jetzt eigentlich hinter dir herfahren. Ja, also ich fahr jetzt gerade stationär. Ja, und ich komme jetzt gleich raus. Jetzt bin ich draußen. Aber ich will dich nicht überholen. Ich bin jetzt aber ich draußen. Überrunde gerade ein paar wieder zurück. Ich bin jetzt draußen. Nee, du überholst mich nicht. Nein, im ersten Sektor aber fährst du gut, aber das glaube ich reicht trotzdem nicht. Ich habe jetzt Fett, leichten Wagen mit minus einer Runde und leichten Wagen Reifen. Tatsächlich, ja, gelber. Das hört sich echt gut an. Also ich habe noch. Boah, minus 700. Junge, Junge, Junge. Ich habe noch plus 1,5 Runden. Ey, hier ist Platz 19. Hat der dich wieder zurück überrundet oder? Ja, ach so, ja. Ich dachte schon, jetzt hast du den. Nee. Hallo, er fährt einfach nicht weg. Gleich hat er mich nicht mehr überrundet, der Typ. Dann. Das wäre krass. Einer, der mich nicht mehr überrundet hat. Alter, minus 1,25. Ich mache jetzt gerade absolute Bestzeit. Das kann also sein. Das ist von krass. Wenn ich jetzt hier im dritten Sektor, der asozial as fuck ist, einen Scheiß baue. Gut, du hast tatsächlich halt jetzt gute Chancen. Wie in Russland beste. Ja, du hast halt tatsächlich gute Chancen, weil du hast halt ein viel leichteres Auto als ich. Und bessere Reifen jetzt. Als ich mit Gelb gefahren bin, hatte ich halt. Jawohl. Ja, tatsächlich. Alter, 1,4. Boah, was? Alter. Junge, was deine Zeit. Als ich Gelb gefahren bin, hatte ich halt viel, viel mehr Gewicht. Viel mehr Gewicht drauf. Krass. Dann habe ich gebumst. Du ihn oder er dich? Ich ihn. Okay. Weiß nicht, ob es wirklich eine Berührung war, aber ich bin krass an ihm vorbeigezogen. Hallo. Aber dadurch war ich auch durch das Überholmanöver trotzdem echt langsam im ersten Sektor. Ja, ich fahre gerade aber auch aber nicht das schlecht. Ist halt bei Überholmanöver. Mein Auto wird jetzt leichter, deswegen fahre ich vielleicht auch ein bisschen besser, aber ist eigentlich egal. Ich will nur von Hamilton wegkommen. Ich habe von Hamilton, glaube ich, 10 Sekunden gerade.
gehabt. Ah, da hast du ja auf jeden Fall keinen Unfall. Ja, naja, also zu weit aus dem Fenster darf ich mich nicht lehnen. Also es ist nicht krass. Aber es ist, sofern ich Erster bleibe, okay, also ist okay. Du hast mich dreimal überrundet. Richtig. Na, wie viele Runden bist du jetzt gerade? Zweimal. Ich bin 23. Was, nur zweimal? Ja, ja, zweimal, nein, doch. Dreimal? Zweimal, nein. Dreimal. Zweimal. Jetzt das dritte Mal. Nein, nein, das ist jetzt safe. Es ist, nein, oder? Doch, safe. Okay. Weil du bist doch, währenddessen ich an der Box war, bist du an mir vorbeigefahren. Ja, aber ich glaube andersrum auch. Als ich war. Nein, ich bin ja nicht an dir vorbeigefahren. Nee, jetzt. Stimmt. Ja, keine Ahnung, Kaul. Du bist ja noch vor ja, mir. Ja, egal. Ich bin jetzt in der 24. Runde, das weiß ich. Ich bin 22. Jetzt, warte, dann sind es doch sind oder? Zwei, natürlich. Scheiße, dann muss ich das auf Standard zurückstellen. Scheiße. Eriksen, ich hasse dich. Boah, hier sind richtig viele, die du zurück überrunden kannst. Die halten mich jetzt richtig auf, aber ist mir jetzt eigentlich egal. 14 Finde ich jetzt. Ja scheiße, das... Ja, was soll ich denn? Alter, nee. Kann ich ja nicht. Ja, ich weiß. Kann ja nichts anderes machen. Was alternative Strategie? Ich will nicht nochmal an die Box. Verpisst euch alle. Antworte da jetzt nicht drauf. Ich fahr einfach durch, ist mir doch egal, ist mir doch eine Latte. Ey, hier sind so viele, geht doch mal alle weg. Halt sie auf. Ja, es geht schlecht. Die halten dich auf. Ja, das auch. Ich bin echt grad gut vorbeigekommen, aber sie halten mich trotzdem auf. Boah, wie schnell ich gerade fahre mit, ja, dem, leicht, mit dem leichten auf. Gewicht einfach. Krass. Ich fahr grad ultra schnell mit dem leichten Gewicht. Bin ja richtig crazy hier nochmal zum Ende hin. Okay, wir haben noch ein paar Runden, also so das Ende ist es noch nicht, ne? So, Eriksen, selbe Stelle, diesmal außen, okay, danke sehr. Oh, Gott sei Dank. Diesmal ist nichts passiert. Also du strengst dich nochmal an, das finde ich ja gut, auch wenn du jetzt schon wirklich... Ja, ich bin... Safety Car wäre echt geil gewesen, so am, relativ am Anfang. Ja. Bisher nur ein Mercedes auf Platz in den Top 3. Sehr gut, immerhin das. Aber ein Red Bull halt. Für den einen Mercedes halt dann der Red Bull. Naja. Machst du nix. Ah, für deine, für die Fahrer-Weltmeisterschaft an sich, für dich. Für mich ist es ganz gut, weil Bottas kann ich dadurch dann halt aufholen. Kein Überholen stand da gerade da, weil es eine gelbe Flagge war. Was mache ich? Direkt den anderen überholen. Das war gerade richtig riskant. Komm, Safety Car jetzt hier. Was ist los? Oh, ich bin eine richtig gute Zeit gefahren. Ist das ein... Alter, ist ein Auto ausgeschieden, glaube ich. Komm, Safety Car. Ich werde nicht letzter. Komm, Safety Car. Nein, nein, schade. Das nicht. Schade. Ich bin gerade 1.34.6 gefahren. Was bist du gefahren? 1.24.4. 4, achso, 1.24.6 bin ich. Alter. Hier mit dem leichten Auto gebe ich auch nochmal richtig Stoff. Jetzt halten die mich richtig auf. Ich sehe Platz 10 hier. What the fuck? Keine mal hier überrunden. Wenn ich die alle überrunde. Ja, Alonso ist ausgeschieden. Ja, war ja letztes Mal auch schon. Ja, der hat auch Pech. Wenn ich die alle überrunde, ich gewinne gerade richtig Abstand zu Hamilton, weil ich ultra krass fahre gerade. Und er muss halt die auch alle noch überrunden, um an mich ranzukommen. Wir haben die Aufmischung 2 umzustellen. Ja, und ich muss alle zurück überrunden, um an irgendwen ranzukommen. Oh, ich muss wieder umstellen, sagen sie. Gut, dass sie die Boxen mir das sagt, krass. Ich wäre jetzt auch fett weitergefahren, hätte dann kein Benzin mehr gehabt. Ich habe das gerade nicht gerafft. Alter, Stroll, ist das dein fucking Ernst? War's schon wieder? Nein, okay. Aber er war so langsam, dass ich so krass bremsen musste. Ey, fahr doch! Ja, du bist Ferrari hier, das ist schon heftig. Gegen so langsame Autos wird's halt kritisch.
Hamilton fährt mit Orange entweder richtig scheiße oder ich fahre einfach nur richtig krass gerade. Glaub beides. Ich will, also bitte, Alter, bitte Bottas, so. Bitte Bottas verkack. Wenn Bottas jetzt auf einmal in die Platz 3, in Platz, auf Platz 3 kommt. Ich bin Platz 19. Ja, weil der andere ja raus ist. Yep. So ein Spacko, ey. Aber du hast ja schon gesagt, also. Ja, die Strecke liegt ja halt einfach nicht. Ich fahre mich gerade echt besser. Ich fahre die gerade echt richtig gut. Ich fahre mich. Also, ich sag mal so, ich habe ja die absolute Bestzeit, ja, trotzdem. Ja, ja, klar. Und ich habe. Ich meine, du hast einen Fehler gehabt, bist rausgegangen. Ich hatte einen Fehler. Nee, wobei, nee, ich hatte jetzt schon zwei eigene Fehler. Ja, egal. Gut, dann hatte ich ja halt zwei eigene Fehler, aber ich wurde halt auch zweimal rausgerammt. Ja, das stimmt. Musste halt an die Box. Musste halt sehr oft an die Box, das war nicht so geil. Und ich wäre ja, halt mega fast meinen Frontflügel abgefahren wegen dem Teppen hier. Oh shit. Ja, nicht ganz, aber es war, also ich war so nah an dem dran, weil der keinen Platz gemacht hat. Er hätte ja eigentlich Alter, Platz gemacht. Ich hab Hamilton hinter mir. Echt? Als ob. Halt dir mal ein bisschen auf. Also musst du nicht. Gott, aber musst du nicht, aber. Ich habe noch genug Abstand zu dem, aber falls ich noch einen Fehler mache. Nein, ich will niemanden Platz machen, ich bin noch viel schneller als die. Ja, ich habe jetzt einen hellgrünen Frontflügel durch die eine Aktion mit Stroll zwar, aber... Ja, das ist ja kein Problem. Das geht auf jeden Fall noch klar. Das geht echt noch klar, aber es ist halt, also ich bin schon ein Stück weit langsamer, ja, es aber... Ja, das bringt nichts. Mit PC, es geht halt. Es geht halt jetzt eh nur darum, dass du zurück überrundest, aber... Bringt halt so oder so nicht viel. Hauptsache, ich beende das Rennen und hab gezeigt, hab mich angeschränkt, hab das meine stimmt. Leistung gezeigt. Hast du ja auch, muss man sagen. Da war ich gerade kurz im Kies, das war nicht geil. Mit einem Reifen, so ein bisschen. Hamilton ist echt schnell. Mein jetzt gelb kaputten Reifen und. Aber ich gewinne immer mehr Abstand zu ihm. Ja, wegen mir. Das ist gut. Ja, ich fahr grad schlecht. Was? 5 Sekunden lang Stop and Go? Oh, ich habe eine Stop and Go Strafe bekommen. Ja, wie gesagt, ist jetzt Ernst? Egal. Muss ich dafür an die Box? Ja, jetzt? Du musst durch die Box fahren. Du darfst nicht an die Box fahren, sondern halt nur stehen bleiben, ganz normal. Das macht er, glaube ich, automatisch. Ja, mache ich gerade. Strafe. Ich will ja nicht disqualifiziert werden oder so, aber wobei ich bin bei Stop and Go, bin ich mir echt gar nicht sicher. Ja, muss man. Aber egal. Aber egal. Ich glaube, die kann man auch theoretisch, also Durchfahrtsstrafen kann man, glaube ich, muss man machen, aber ich glaube, Stop and Go muss man nicht antreten. Ja, und dann? Bin ich nicht sicher. Dann werden die 5 Sekunden am Ende drauf gerechnet. Ach so. Wären ja eigentlich viel besser. Weil da musst du nicht die Zeit in der Box verschwenden. Ja. Aber wenn man eh nochmal in die Box muss, dann ist auch immer noch frische gelbe Reifen. Bin ja eh um keine Punkte gefahren, also nichts. Das stimmt. Nichts riskieren. Bist du eigentlich an mir gerade vorbeigefahren? Nee, nee. Doch nee. Nochmal? Oh, schade. Schön gewesen. Du musst nur ein bisschen warten, bis ich an dich rankomme. Ich fahre gerade nicht mehr so krass. Nee, du kommst nicht an. Du bist auf... Halbe Strecke hinter mir. Ich weiß nicht, ich dachte, du bist gerade aus der Box. Ja, aber das war vor einer halben Strecke. Ja, dann komm ich nicht mehr ran. Nee, ich fahre auch gerade nicht so krass, also ich mache das eher ruhig und sicher jetzt, bevor ich da jetzt noch hier einen Krampf im Bein krieg oder irgendwas anderes. Oder hier noch einen Fehler mache. Welcher Runde bist du? 30. 30? Okay, doch, dann bist du 3 Runden vor mir. Ja, nur weil ich jetzt vor dir auf die Ziellinie gefahren bin. War das stimmt. Ach, egal, ich riskier's, Jolo. Ich habe auf Fett gestellt. Weil du fährst ja vor mir drüber. Ja, das stimmt. Wenn ich drauf fahre, dann fährst du deine noch fertig. Ja. Also eigentlich
Ja. Wir haben Abstand von 30 Sekunden zu Hamilton. Also da kann ich jetzt, will ich und kann ich ganz gechillt zu Ende fahren. Ich muss nämlich zugeben, dass mein Bein gerade ein bisschen weh tut nach so viel Fahren hier. Mein Schienbein hat aufgehört zu jucken. Das ist gut. Ja. Das ist nice. Ach, Leute. Alter, dieses Rennen ist echt krass. Diese Strecke ist ultra heftig, finde ich. Muss man echt sagen. 33 Runden diesem Scheiß. Ja, also du bist echt super gefahren nochmal hier, aber 33 Runden mit dem Scheiß. Bin froh, dass ich hoffentlich Erster werde. Noch als nicht. Drittes Rennen heute, muss man ja, ja, das sagen. Ja, das auch. Ich bin echt, also jetzt bin ich echt erschöpft so langsam. Durchgeschwitzt, ohne Witz. Mein Bein tut, wie gesagt, auch ein bisschen weh. Wer dann nochmal zurück überrundet. Die Reifen sind auch nicht mehr so geil. Bin ich letzter geworden. Also, alles perfekt. Ich bin hier, ich kann jetzt keine schnellste Runde mehr fahren. Du hast die schnellste Runde auf jeden Fall safe. Junge, der hat mich gerade so ausgebremst. So ein Pisser, Alter. Das finde ich sehr angenehm, dass ich die schnellste Runde behalten darf. Die kann ich dir nicht nehmen. Kein Fall. Das ist ein Trostpreis für mich. Ja. Auf der Strecke, dass du die schnellste fährst, echt krass. Hätte ich tatsächlich nicht damit gerechnet, weil du sagst ja die ganze Zeit, die Strecke ist nicht so geil. Ist sie auch nicht. Ich finde die Strecke auch... Ich finde sie nicht geil. Ich finde sie auch nicht geil. Ist halt wobei cool, ich halt einfach vom Ding auch her viel bessere Chancen hätte, wäre mir halt das am Anfang nicht passiert. Also erstmal Qualifying mit der Gridstrafe war dumm. Ja, ja, das erstes echt Ding, ne? Also habe ich zwar selber verschuldet, ist, weil ich halt keinen Platz gelassen hat, dass er so dumm ist, dass er mir voll drauf breitert, naja, aber egal. Aber dann erste Runde rausgerammt worden, dann irgendwie sechste Runde rausgerammt worden, dadurch halt schon tausendmal überrundet, ist natürlich echt doof. Ja, das war echt nicht geil. Also sie ist gar nicht so kacke, sie ist halt cool gemacht, aber sowas von schwierig zu fahren, das ja, ist echt krass. Die ist echt schwer. DRS offline, ja geil. Wie oft habe ich das denn eigentlich? Jedes Rennen jetzt. Was ist das denn? Kann doch nicht sein. Ja, müssen wir mal ein Auto reparieren. Kann doch nicht sein. Und ich frage mich vielleicht echt. Nutzt du das so häufig? Dass ich benutze das fast gar nicht. Ich bin ja voll oft Erster. So viele Überrundungen. Also ich benutze das sehr, sehr selten. Glaube ich, im Vergleich zu dir ein bisschen seltener wahrscheinlich. Welche Runde bist du? 32. Bist jetzt 30, ne? Ja. Ja, ich hätte dich halt nochmal überrunden müssen, aber naja. Fuck. Ey, wehe, Bottas gewinnt das noch. Also kommt hier noch in die Platz 3. Eriksen, du Ficker. Für Konstrukteur ist es halt gar nicht mal so geil, dass Ricardo hier ist, aber es ist trotzdem besser als Bottas. Aber echt wehe, wenn Bottas hier nur in der letzten Sekunde hier überholt. Also ich fahre jetzt die letzte Runde. Sehr gut. Problem ist, wie gesagt, dass du dann noch deine weiterfährst. Habe ich gerade irgendwas gedrückt? Ja, ich muss diese hier noch zu Ende fahren und dann eine neue. Kriegst du das hin? Ja, ja, das krieg ich hin. Wegen dem Benzin und so, meine ich jetzt. Nee, das haut hin. So, mein Benzin ist gleich auch fast alle. Logischerweise am Ende des Rennens. Ja, ich meine dieses Plus jetzt. Ach so, ich habe Plus 0,3. Aber ich stelle es nicht zurück, ich bleibe auch fett. Denn ich bin auf der Zielgeraden. Karierte Flagge, Leute. Normale Sichten durchswitchen. Weil ich mich verdrückt habe. Ich habe gewonnen, Leute. Yes.
Mein dritter Sieg. Sehr nice. Mein dritter Sieg und ich guck dir jetzt noch ein bisschen zu hier. Blenden wir alles aus, dann kann ich noch vielleicht ein, zwei Bilder machen hier für meine Thumbnails. Oh ja, das ist irgendwie immer so ein Problem. Ja, das ist echt ein Problem. Hier kann ich das jetzt mal ein bisschen machen. Das ist ein geiles Bild gerade nicht. Yes, Leute, wir haben es geschafft. Gerade ist krass. Bei mir ist gerade nicht krass, das Bild. Ich guck gerade deinen Heckflügel an. Also Alter. Von deinem Kopf aus. Ui, die Kurve, diese ja. Kurve ist die, kacke, ja. Und jetzt, die finde ich aber auch kacke, die was jetzt gleich kommt. Die hier? Nee, die jetzt. Die nach links, das finde ich so ätzend. Da könntest du die jetzt hier, dass ich würde so durchpacen einfach. Und dann so ein Scheiß da, das ist so kacke einfach. So. Da kommt er nochmal. Nicht gut gelaufen. Leute. War das anstrengend. Das glaube ich. Junge. Boah, ich bin auch. Ich bin richtig fertig. Drei Rennen hintereinander fahren. Boah, ich muss auch und hier, gucken. Es ist richtig, richtig warm hier in meinem Zimmer. Ja, ich nehme jetzt schon seit 3,5 Stunden auf. Hast du nicht unterbrochen? Nee. Junge, krass. Seit 3,5 Stunden. Ich bin gespannt, was hier meine Festplatte so sagt. Also ich habe noch genug Speicher, aber ich bin gespannt, wie viel, wie viel Gigabyte das sind. So. Zum Glück nur ein Mercedes. Ein Red Bull zwar, aber zum Glück nur ein Mercedes. Mein dritter Sieg, mein dritter Pokal. Letzte Folge hätte ich es eigentlich auch schaffen können. Dafür hat es dann Jan geschafft und ich habe gar nichts geholt. Also das, ich könnte mich immer noch drüber aufregen. Aber das mit dem gar nicht holen, da kenne ich mich aus. Naja. So, wie sieht denn die Rangliste jetzt aus? Die gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe Bottas überholt. Ich bin auf Platz 8 abgerutscht. Ich habe Bottas wieder überholt, 75 Punkte, jetzt 16 Punkte Abstand zu Hamilton. Du bist leider abgerutscht, hast 33 Punkte. Ich habe 75, krass. Hamilton 91, what the fuck. Konstrukteur, sind wir noch Dritter. Knapp an Red Bull dran, nach hinten. Platz, da haben wir noch ein bisschen kommt Platz. Kommt da nicht ran. Wir müssten echt mal beide auf dem Treppchen sein. Das ist jetzt natürlich in Monaco eine Monsteraufgabe, die wir wahrscheinlich nicht so bewältigen können. Nee, also da. Aber danach kommen bestimmt noch Rennen. Auch Österreich kommt ja demnächst. Da gibt's schon noch ein paar coole Strecken, wo wir das hoffentlich mal hinbekommen, dass wir beide auf dem Treppchen sind und dann können wir so langsam an Mercedes rankommen, hoffentlich. Ja, aber läuft bisher gar nicht so kacke. Ja. Das Rennen ein bisschen blöd gelaufen für dich, aber im Allgemeinen alles tipptopp, finde ich. Und nach dieser anstrengenden Aufnahmesession würde ich jetzt sagen, haut rein. Bis dahin und wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Ja.